So, jetzt geht's weiter. Ja, mit Ghost of Tsushima Director's Cut. Aus Yarikawa! Und zwar am PC. Ihr fallt dem Sito in den Rücken! Für Sakai! Ihr müsst euch beherrschen. Wir sind keine Verbrecher, wie dieser Mann hier. Genau. Wir sind Samurai. Er wollte euch ermorden. Ja und? Er muss dafür bezahlen. Mit seinem Leben. Seht ihm in die Augen. Lehrt ihn, dass ein Samurai nie aus Angst oder Wut handelt. Dann nimmt sein Leben. Ehrenvoll. Danke. Oh. Sind die böse. Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut. Ja. Und Respekt. Ja. Das macht uns zu Samurai. Und nichts anderes. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Der hat noch geröchelt. Jin, was ist? Suchen wir deinen Bruder. Sie darf uns nicht sehen. Benutz all deine Sinne. Denke und beweg dich wie ein Dieb. Fokussiert. Ja, super. Knack, knack. Einen nach dem anderen, ja. Oh, was zu essen. Alles mal mitnehmen, was hier oben liegt. Kaputt. Ist er das? Lebt er? Luna, ist das? Nein. Nicht. Oh, gut. War klar. Wäre ja auch so einfach. Da oben irgendwo. Ah, da. Dort, ein Gefangener. Tucker? Finden wir es raus. Nein, das ist nicht Tucker. Wie seid ihr reingekommen? Wir müssen weg. Wir reden, wenn es sicher ist. Na los. Eine Hilfe. Chiharu! Ja, das war doch.
1 von 40 erst. Neue Orte mit dem Wind. Gehen wir zum Fluss. Dort sind wir sicher. Seid ihr von den Strohhutronin? War ich. Ich bin abgehauen, als ihnen langsam die Rationen ausgingen. Fürst Shimura wurde gefangen genommen. Jetzt brauche ich mehr Schwerter. Sucht ihr nach Arbeit? Nein, aber die anderen Strohhüte vielleicht. Zuletzt machten sie Jagd auf die Mongolen in der Zuzu-Präfektur, an der Küste nahe dem Kishi-Grasland. Meter zu Meter. Warum haben wir die Pferde nicht genommen? Hier lang. Wir suchen meinen Bruder. Einen Schmied namens Taka. Ich kenne ihn nicht, aber hier kommen viele Gefangene durch. Und war ein Plus. Und ihr sagtet, sie verlegen die Sklaven. Wohin? Sie erwähnten die Asamo-Bucht. Und in der letzten Gruppe war ein Schmied. Jung, mit Bart. Aus Yarikawa vielleicht. Ihr habt besser recht. Ich hoffe, ihr findet euren Schmied. Taka lebt in der Asamo-Bucht. Die Stadt ist umgeben von Mauern. Hineinstürmen ohne Plan bringt ihn nur in größere Gefahr. Ich habe einen Freund, der könnte uns hineinbringen. Finde ihn. Je eher wir Taka retten, desto eher retten wir meinen Onkel. Jin. Taka schmiedet dir das nötige Werkzeug, sobald er frei ist. Aber danach verlassen wir die Insel. Trennen sich unsere du Wege. Du hast gesehen, was die Mongolen hier tun. Fürst Shimura kann sie aufhalten. Bleib. Kämpf mit für die Heimat. Heimat ist, wo Taka und ich hingehen. Heimat ist da, wo ich bin. Mein Freund lebt in der Asamo-Präfektur, an der Grenze zu Zuzu. Ich treffe dich dort. Ich weiß, es war nicht leicht. Das Brechen des Kodex. Ich tat, was ich musste. Ich auch. Danke. Wokaneda! Fürst Shimura. Ihr habt etwas Besseres verdient. Überzeugt eure Leute, sich zu ergeben. Und nee. Ihr seid sofort frei. Nee. Verschwendet nicht meine Zeit. Tötet mich. Ihr glaubt, ihr hättet alles verloren. Aber euer Neffe ist noch am Leben. Jin. Meine Männer kontrollieren die Straßen. Sie bauen Feldlager bei euren Dörfern. Sie sehen alles und jeden. Und sie werden ihn finden. Ja, ja. Fürst Sakai wird bis zum letzten Atemzug kämpfen. So wie ich. Ihr liebt ihn. Wie ihr auch euer Volk liebt. Ihr seid wie ein Vater für sie. Wollt ihr eure Kinder im Stich lassen? Ich mache sie nicht zu euren Sklaven. Der Kriegerkodex. Schöne Animation. Oh yeah.
Da sind ja noch ein paar Sachen. Die Ecke. Ja. 420 Meter. Ja. Dann wollen wir mal hinterher. Und weg. In die Richtung geht der Wind. Kurzkampf. Tricks und Kniffe retten dich nicht. Du eine Ahnung. Ich töte dich. Ja, komm her. So. Ups, das war knapp. Komm her, mein Pferd. Na, wo ist er? Und weiter. Kommt noch was. Ich glaube, sie bin noch gleich geritten. Was, mein Herr? Fürst Sakai, ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. Farben? Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt.
nicht genug. Ihr habt meinen Dank. Ich helfe immer gern, mein Herr. Ich werde noch ein Samurai? Lebendig? Nee. Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashine, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. Ganz schön groß, die Karte. Bis zum nächsten Mal. All meine Waren sind nützlich. Die Waffen der Mongolen sind unvorstellbar. Die Samurai. Da will noch jemand quatschen. Aber keine Zeit. Mein Herr, willkommen. Wie ihr seht, ist Hiyoshi ein besonderer Ort. Wie konnte der Baum so schnell wachsen? Der Wald beschützt die, die sich nicht selbst schützen können. Mhm. Oh. Schnell, Logo! Fast kann ich durch die Bäume reiten. Das Hiyoshi-Heilbad. Heilbad? Vielleicht weiß jemand im Gasthaus, wo ich Sensei Ishikawa finde. Vielleicht können wir ja mal schwimmen gehen. Oh, eine Blume. Kann er Farben von machen. Mein Herr, ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstamm trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu sehen. Mhm. Maximale Entschlossenheit. Eine hervorragende Klinge, dieser Sakai-Stahl. In der Hand eines noch hervorragenderen Kämpfers. Doch Bambustraining wird euch noch stärker machen. Ich brauche meine Kraft für das, was kommt. Auf der ganzen Insel gibt es Bambusstände. Dort könnt ihr euer Geschick verbessern. Mhm. Lebt wohl, mein Herr. Okay. Mein Herr,
Ihr müsst erschöpft sein vom Kampf. Woher willst du das wissen? Blumen. Ein Samurai? Er lebt? Nö, nö. Ich suche nach Sensei Ishikawa. Ich dachte, er fiel bei Komoda. Nein. Wo ist sein Dojo? Durch den Wald. Ich zeige euch den Weg, mein Herr. Na, dann laufe ich mal hinterher. Da wurden jetzt gerade das Ganze laufen. Gekämpft? Nein. Er kaufte am Tag vor der Invasion in der Stadt Vorräte ein. Hat aber kaum ein Wort gesagt. Er war schon immer sehr schweigsam. Mein Herr, sind die Geschichten über Sensei Ishikawa wahr? Ach, welche Geschichten? Versenkte er wirklich ein Schiff mit nur einem Pfeil? Nicht das Schiff, aber ein Piratenkapitän vom Strand aus. Die ganze Flotte nahm Reißaus. Mit so einem Schützen legt man sich nicht an. Verdient ihr den Tod? Doch hoffentlich nicht. Dann droht euch nichts vor Ishikawa. Wohnt er mitten im Wald oder was? Das Dojo des Sensei ist dort auf der Klippe. Wenn ich ein Samurai wäre, würde ich Burg Kameda allein. Danke. Ich finde es schon. Niemand könnte. Noch eine Frage, mein Herr. Warum gab der Sensei seinen Posten als Bogenmeister des Nagao-Clans auf? Das weiß niemand. Warum verlässt man die Dienste eines großen Herrn? Hierfür? Wenig Geld. An Uncharted. Findet ihr übrigens auch hier auf dem Kanal. Komm weiter. Sensei Ishikawas Dojo. Hier gab es einen Kampf. Ich sehe mich mal um. Ja, getrocknetes Blut. Der Kampf ist länger her. Und das hat keiner mitgekriegt von denen unten. Jemand wurde verwundet. Der Pfeil wurde entfernt. Blutige Fußspuren. Das Opfer oder der Angreifer? Vielleicht ist der Sensei in seinem Haus. Bildschirm und? Ein bescheidenes Heim für einen Samurai. Bleib stehen! Oh, no. Sensei Ishikawa. Fürst Sakai, Sohn. Ihr habt Komoda überlebt. Euer Bogen hätte uns genützt. Ich war auf dem Weg, als Banditen mich angriffen.
Erwartet ihr, dass sie wiederkommen? Ein Samurai lässt sich nicht überrumpeln. Mein Beileid wegen Fürst Shimura. Er war ein guter Mann. Er lebt. Krasser Bogen. Als Gefangener der Mongolen. Dann ist noch Hoffnung. Deswegen bin ich hergekommen. Hilf mir, ihn zu retten. Ich kann nicht. Mein Lehrling wird vermisst. Geschickt den Bogen schießen. Ich suche mit euch. Und ihr beide helft mir, Fürst Shimura zu retten. Dann strengt euch an, Sakai. Oh. Die Geschichte von Sensei. Sensei, Ishikaba. Ah, dann laufe ich hier mal hinterher, wa? Wer hat Komoda sonst noch überlebt? Das weiß niemand. Gibt es noch andere, die kämpfen können? Außer uns? Das weiß ich noch nicht. Dann findet es schnell heraus. Allein können wir euren Onkel nicht befreien. Ah, sammeln wir mal ein paar Freunde. Ich kann helfen, euren Schüler zu finden. Ich kann Tomoe auch allein finden. Tomoe? Eine Frau? Aus welchem Clan? Kein Clan. Eine Bäuerin. Doch sie schießt besser als jeder Samurai. Selbst als ihr, Sakai. Unsere letzte Begegnung ist 10 Jahre her. Ihr kamt als Schüler zu mir. Ihr erinnert euch? Ich erinnere mich fast an alle, die ich ablehne. Stattdessen nahmt ihr Tomoe als Schülerin auf. Ihr hattet Talent. Tomoe ist ein Wunderkind. Mongol, greift an! Sie kämpfen wie betrunkene Tanuki. In Komoda kämpfen sie gut genug. Selbst ein Tanuki fängt einen schlafenden Tiger. Hat der neue zappelt? Ey, der zappelt noch. Tomoes Spur geht hier weiter. Kommt! Die Mongolen haben vor Nakayama. Bestimmt kam die Patrouille von dort. Nicht weit von den heißen Quellen. Die Stadt wird als nächstes fallen. Hier ist etwas passiert. Ein Hinterhalt. Seht euch um. Reis und Hirse. Unberührt. Ein Überraschungsangriff. Blut. Aber nicht viel. Dann starb niemand. Das. Ein japanischer Köcher. Ein Geschenk für meinen besten Schüler. Ich fürchte Schlimmes. Naja, solange keine Leiche da ist. Tomoe hätte diesen Köcher nie zurückgelassen. Es sei denn, sie wurde verfolgt. Oder gefangen. Wozu? Verhöre, Folter oder Schlimmeres. Dasselbe tun sie vielleicht Fürst Shimura an. Angst ist eine Waffe, Sakai. Lasst die Mongolen sie nicht gegen euch richten. Eure Schülerin, wohin würden sie sie bringen? Vor Nakayama. Das Fort ist ganz nah. Mhm. Ich hätte mit euch in Komoda kämpfen sollen. Es war besser so. Dort starben genug. Wieso verloren die Samurai? Die Mongolen kämpften wie Tiere. Falsche Antwort. Ich sah es mit eigenen Augen. Ein Schütze zielt nicht mit den Augen, sondern mit Körper, Wille und Geist. Warte kurz. Wir müssen reden. Nach Regen aus. Was ist los, Sensei? Dieser Bogen war ein Geschenk von Fürst Nagao vor langer Zeit. Eine beeindruckende Waffe. Aber natürlich. Und es gibt nichts Schmerzhafteres als ein perfekter Bogen in plumpen Händen. Ja, dann ist es gut, dass er ihn mir gibt.
Wer sagte etwas von geben? Beweist, dass ihr gut schießt. Und ich borge ihn euch. Testet ihn, bevor wir in die Schlacht ziehen. Okay. Zielt auf die Lampe, die uns am nächsten ist.